Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and His guidance. Ich freue mich heute wieder hier mit dir im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again today in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Kapitel 15, der heilige Augenblick. Chapter 15, the holy instant. Römisch 6, der heilige Augenblick und die Gesetze Gottes. Romans 6, the holy instant and the laws of God. Absatz 6, Sätze 1 und 2. Paragraph 6, sentences 1 and 2. Der Kurs in Wundern ist im Greuthof Verlag erschienen. A Course in Miracles was published by Greuthof Verlag. Und er wurde herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. And released by the Foundation for Inner Peace. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. We connect for some seconds in spirit. Wir schließen die Augen We close our eyes. und lassen zu, dass der Heilige Geist die Führung übernimmt. And we allow the Holy Spirit to lead the way. Wir lockern den Nacken. We loosen our neck. Wir sagen im Geist, lass mich zurücktreten und ihm die Führung übernehmen. And we say within, let me step back and let him lead the way. Wir lassen den Körper leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt. We let the body become empty and leave a moment in time unoccupied. Wir fühlen uns ein. We feel within. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich ruhig und gut. I feel quiet and good. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Dann kommen wir zu meinem Feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden. Then we come to my feedback. I feel good, grateful and at peace. Dann nehmen wir jetzt die Sätze durch. Wir fangen erstmal an zu lesen. Then we will go through the sentences by starting to read. Satz 1. Sentence 1. Im heiligen Augenblick geschieht nichts, was nicht immer war. In the holy instant, nothing happens that has not always been. Satz 2. Sentence 2. Nur wird der Schleier, der von der vor der Wirklichkeit gezogen war, gelüftet. Only the veil that has been drawn across reality is lifted. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen die Sätze ausgedehnt werden und entspannen then uns. We then we connect for some seconds in spirit. We let those sentences be extended and we relax. Dann kommen wir jetzt zu der Erklärung von den zwei Sätzen. Then now we come to the explanation of those two sentences. Satz 1. Sentence 1. Im heiligen Augenblick geschieht nichts, was nicht immer war. In the holy instant, nothing happens that has not always been. Ja, das ist ja jetzt nur ein Hinweis darauf. This is only showing that dass nichts Neues passiert. Nothing new is happening. Es passiert nichts, was nicht immer war.
Nothing happens that has not always been. Und dieses Wort immer bezieht sich darauf, dass es ewig so ist. And always is referring to that it is eternally like this. Das bedeutet, es ist unveränderlich. And it means it is unchangeable. Das ist ja die Charakteristik des Ewigen, dass es auch unveränderlich ist. This is the characteristic of the eternal, that it is also unchangeable. Also die Unveränderlichkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. The aspect of unchangeable is very important. Weil dieser Aspekt gibt uns die Möglichkeit, dass wir immer wieder in den heiligen Augenblick dort die Erlösung erfahren können. Because this aspect of unchangeable means that we can always come back into the holy instant. Gott ist vollkommene Liebe. God is perfect love. Und er wird es immer bleiben. And this will always be. Und sein Sohn ist es auch. And so is his son. Gott hat seinen Sohn nach seiner Beschaffenheit erschaffen. God created his son as his likeness, in his likeness. Und so wird es immer bleiben. And this will always be like this. Alles andere ist eine Illusion. Everything else is an illusion. Also, dass der Sohn Gottes zum Beispiel nicht liebevoll ist, ist eine Illusion. For instance, that the Son of God would not be loving. This is an illusion. Ja, also grob gesprochen, wenn du glaubst, dass du hassen könntest. So let's say, roughly speaking, if you believe that it is possible that you can hate, dann ist das eine Illusion. and this is an illusion. Das kannst du in Wirklichkeit nicht. In reality, this is not possible. You can't. In Wahrheit bist du nur Liebe. In truth, you are only and nothing but love. Jedoch Illusionen können täuschen. But illusions can warte mal eben, Moment. Stop. Ja. Ja, also. Illusion can deceive you. Und ja, genau wie bei einer optischen Täuschung glauben wir, dass es wahr ist. And the same like with an optical deception, we believe that this is true. Aber es wird niemals wahr sein. Eine Täuschung, eine Illusion ist nicht wahr. But it will never be true or real. A deception is never something real. Sobald der Heilige Geist dich die Wahrheit wissen lässt, as soon as the Holy Spirit lets you know the truth, fällt die Täuschung in sich zusammen. The deception is crumbling. Angst ist auch Täuschung. Fear is also a deception. Angst scheint das Gegenteil von Liebe zu sein. Fear seems to be the opposite of love. Aber Liebe hat kein Gegenteil. But love doesn't have any contrary. Liebe ist allumfassend. Love is everything. Und It includes everything. Es gibt nichts weiteres. And nothing else exists. Schauen wir uns also jetzt den Satz noch einmal an.
Let's take another look at this sentence. Im heiligen Augenblick geschieht nichts, was nicht immer war. In the holy instant, nothing happens that has not always been. Also, es passiert nichts Besonderes. Nothing special is happening. Ein Wunder ist nichts Besonderes. A miracle is nothing special. Es ist einfach nur die Wahrheit. It is simply the truth. Darin liegt Frieden. And in there, peace lies. Es ist nicht Euphorie. It's not euphoric. Jedoch Freude kann durchaus da sein. But Freude. joy can or happiness can absolutely be there. Aus der Stille geborene Freude. Joy or happiness born from stillness. Also eine im Frieden gebettete Freude. Like a joy embedded in peace. Euphorie ist anders. To be euphoric is different. Das ist sehr hochtreibend. This is really something like more agitated. Stell dir vor, wie ein paar Jugendliche in einem Live-Konzert schreien. So imagine how some young people are screaming in a live concert. Das ist Euphorie. This is euphoria. Aber in so etwas kommst du nicht rein. But it's not something like this. Sondern es ist eine stetige, dauerhafte Freude, die wie so eine Glut vor sich her glüht. It is more like a constant, like ongoing joy, which is more like burning slowly, like embers. Okay, gehen wir jetzt zum nächsten Satz. Then let's come to the next sentence. Satz 2. Sentence 2. Nur wird der Schleier, der vor die Wirklichkeit gezogen war, gelüftet. Only the veil that has been drawn across reality is lifted. Ja, wir hatten auch schon mal in einem anderen Kapitel ganz am Anfang des Kurses. In the beginning of the course in a different chapter. Hatten wir ja schon mal das Kapitel Den Schleier lüften. There was already the chapter to lift the veil. Was bedeutet das, den Schleier zu lüften? What does it mean to lift the veil? Was ist ein Schleier? What actually is a veil? Wir können ja zum Beispiel, nehmen wir mal einen Trauerschleier. Oder ein Hochzeitsschleier. Bist du noch da? Ich kann leider. Ja, ich konnte jetzt nicht. So, for instance, let's take a veil we are using for a wedding or when we mourn. Und wenn dieser Schleier unten ist? And when this veil is covering. Und du guckst da durch. You and you are looking through it. Dann sieht die Welt ein bisschen verschwommen aus. Then the world is a bit blurry. Und andersrum gesehen kann man auch dich nicht richtig erkennen. And also the other way around. So others cannot clearly see you. Jedoch, wenn der Schleier gehoben wird, also wenn die Frau diesen Schleier hochmacht, but the moment the veil is lifted, dann kannst du die Frau richtig sehen. So when the woman is lifting her veil, then you can see this woman clearly.
gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Frau ist, ja. And I assume that this probably is a woman. Und die Frau kann auch die anderen Menschen wieder besser erkennen oder die Umgebung. And also the woman can see more clearly the other people and the surrounding. Das bedeutet also, dass die Illusion einfach nur ein Schleier vor der Wirklichkeit ist. So this simply means that illusion is only and nothing else but a veil in front of reality. Man könnte also von so einer Art Unschärfe sprechen. So we could talk that there is like something blurry. Oder man könnte sagen, es ist irgendetwas nicht klar. We could say something is not clear. Man könnte auch sagen, der Geist ist nicht klar. We could say the mind is not clear. Also wenn der Geist klar ist, dann kannst du dich nicht angegriffen fühlen. Stopp. So, when the mind is clear, you can't feel attacked. Das müsste uns jetzt irgendwie klar sein. So this now should in some way clear to us. Also könnten wir sagen, wenn wir heute zum Beispiel im Verlauf des Tages einmal Angst haben, So let's say, if today in the course of the day, maybe we feel fear. dann könnten wir uns in diesem Moment selber sagen, ich brauche jetzt einen klaren Geist. So in such a moment, for instance, we could say to ourselves, now I need a clear mind. Nun, wir haben jetzt den Heiligen Geist an unserer Seite oder bei uns irgendwo im Geist, er ist immer da. So now that we have the Holy Spirit by our side in our mind, he is always close to us. Wir könnten zu ihm sagen, And we could say to him, mach meinen Geist klar. let my mind be clear. Oder rücke meinen Geist zurecht. Or straighten my mind. Oder durchleuchte mich so, dass mein Ego weggeleuchtet ist. Or shine through me in the way that my ego is shone away. Ich versichere dir, im nächsten Augenblick wirst du Klarheit haben und keine Angst. And I really assure you that in the next moment you will be very clear and you won't have any fear anymore. Aber es muss wirklich dein Wille sein. But it must be your will, really. Du musst es wirklich wollen. You really must want it. Wenn auch dein Wille schwammig ist, If your will is not clear, dann kann der Heilige Geist dir in diesem Moment noch nicht helfen. then the Holy Spirit can't help you in this moment. Not yet. Dein Wille darf nicht gespalten sein. Your will shouldn't be split. Du darfst dich also nicht teilweise gefangen nehmen wollen und teilweise nicht. It shouldn't be like this, that partly you want to bind yourself and on the other hand not. Oder andere. Or others. Das muss so eine klare Entscheidung in dir sein, dauerhaft. So this must be within yourself a very clear and constant decision. Also, dass du wirklich nur die absolute Wahrheit willst. That you really only want the absolute truth. Also so nach dem Motto, ich lasse alles los, ich will nur die Wahrheit. So in a way like this, I let go of everything, I only want the truth. Ich halte an nichts fest, ich will nichts mehr haben, nur die Wahrheit. I'm not holding on to anything any longer. I want nothing but the truth. Das musst du im Geist permanent wiederholen. This you need to repeat
permanently, constantly in your mind. Und ich spüre schon jetzt, wie gut das tut. And already now in this moment I feel how good that feels. Wie erlösend das ist. How relieving that is. Einfach von allem loszulassen, nichts haben zu wollen, als nur die Wahrheit. Simply to let go of everything and to want nothing but the truth. Das ist absolute Sicherheit. This is complete security. Nirgendwo in der ganzen Welt findest du irgendeine Sicherheit wie diese. Nowhere in the whole world you will find such safety as this one. Und das kannst du fühlen. And you can feel it. Und auf dieses Gefühl kannst du vertrauen. And you can trust in this feeling. Das ist Liebe. This is love. Es ist wirkliche Liebe. This is true love. Fühle, wie dein Vater dich liebt, Gott. Feel how your father loves you, how Fühle, God loves fühle es you. wirklich, fühle es. Really feel it. Do feel it. Lass das zu, dass du das fühlen kannst. And allow that you can feel it. Weigere dich nicht mehr, das zu fühlen. So stop denying to want to feel this. Das wird sehr hilfreich sein. This will be very helpful. In deinem ganzen Leben. In your whole life, for your whole life. Es wird dich so sicher und so stabil machen. It will make you so safe and so, yeah. Stabil. Stabil. Strong. Ja, und so stark machen. Will make you strong and feeling stable. Und dass es keine Aufgabe in der Welt geben kann, die dich schwach machen kann. And the feeling that there is no task in the world which can make you weak. Okay, wir sind am Ende des Meetings heute angekommen und ich wünsche einen wunderbaren Tag in der Schau Christi. Ciao. We came to the end of this meeting for today and I wish you a wonderful day in the vision of Christ. Danke fürs Zuhören. Thank you for listening.